Hallo zusammen und Grüße aus dem Kanton Glarus. Heute möchte ich zum Klöntaler See wandern. Ich war schon einige Male am Klöntaler See, dort bin ich aber meistens direkt am See entlang gewandert oder habe eine kleinere Runde gedreht. Heute möchte ich aber über einen Höhenweg zum Klöntaler See wandern. Dazu bin ich in Riedern gestartet. Riedern liegt auf etwa 600 Meter. Von Riedern laufe ich jetzt ca. 1450 Höhenmeter hinauf bis zum Gumensattel. Das ist der höchste Punkt dieser Wanderung. Von dort aus geht es dann nur noch bergab bis nach Vorauen am Klöntaler See. Und wenn ich dann noch Lust habe, laufe ich noch am See entlang bis nach Rodannenberg. Das werde ich aber erst vor Ort entscheiden. Auf geht's! Thank you.
So, ich habe es geschafft. Ich bin am herrlichen Klöntaler See angekommen. Ich bin hier jetzt in Vorauen. Um 9 Uhr bin ich in Riedern gestartet. Jetzt ist es 16.30 Uhr. Ich habe also 7,5 Stunden für die Tour gebraucht. Das war schon recht anstrengend, vor allem der Anfang. 3,5 Stunden, 1500 Höhenmeter hinauf. Man kann natürlich den Klöntaler See auch mit viel kleineren Wanderungen genießen. Ich habe entschieden, nicht mehr bis nach Rodannenberg zu laufen, da heute der Bus nur alle 2 Stunden fährt. Und mein Bus kommt nun schon in einer halben Stunde. Diese halbe Stunde werde ich jetzt am See genießen. Und wir sehen uns das nächste Mal.